Es geht ja im Grunde um zwei Arten von Masken. Das eine sind medizinische Schutzmasken, die den Träger vor einer Infektion schützen. Etwa die FFP2-Maske sind besondere Schutzmasken mit einer besonderen Schutzfähigkeit, die insbesondere auch vor dem Coronavirus schützen. Und die sind wichtig fürs medizinische Personal. Und dann gibt es andersrum Masken, die sozusagen die anderen vor dem Träger schützen. Weil jeder von uns, wenn er spricht, wenn er hustet, tatsächlich eben auch möglicherweise die Infektion mit verbreitet. Und gerade bei einer Infektion wie das Coronavirus, wo wir über die letzten Wochen auch immer mehr Erkenntnisse über die Verbreitung gewonnen haben, vor allem dass dadurch, dass es im Rachenraum die Viruslast vor allem ist, sich sehr leicht verbreitet, eben auch über Tröpfchen, kann natürlich das Tragen einer solchen Maske einen Unterschied machen, um andere zu schützen. Vor allem bei einer Erkrankung, die oft symptomfrei ist. Also manch einer mag infektiös sein, andere infizieren können und weiß es selber gar nicht. Und gerade bei einem solchen Krankheitsbild kann das eben Sinn machen. In der jetzigen Lage sehe ich keine Notwendigkeit zu einer Verpflichtung, nehme aber eben wahr eine Bereitschaft zur Solidarität, um eben andere vor einer Infektion zu schützen. Und das ist dann ein gutes Signal. Wir sind jetzt prioritär damit beschäftigt, Masken zu beschaffen für den medizinischen Bereich. Und wenn es gesellschaftlich sich entwickelt, dass jeder den anderen auch schützen will, dann ist das in Ordnung. Eine Pflicht sehe ich nicht.